Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Synapsenklatscher. Hallo. Hallo. Tja, in den letzten drei Folgen war es ja so, da war meine Stimme ein bisschen komisch. Ich habe ein bisschen rumgefummelt an meinem Mikrofon. Das hatte zwar einen Effekt, aber nicht den, den ich eigentlich haben wollte. Naja, egal. Wir haben in der letzten Zeit nur gefarmt, 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 gefarmt. Ich habe hier, war auch die ganze Zeit größtenteils immer hier und habe hier Dinge hier hergestellt, eingeschmolzen. Also nichts wirklich Aufregendes. Ich habe hier Beton hergestellt, Eisen. Bisschen Munition und ja, ansonsten war bloß hier Tagebau, Tagebau, Tagebau. Das wollte ich euch ersparen, na, weil das bringt euch nichts, wenn ihr hier 5, 6, 7, 10 Folgen hier anguckt, wie ich hier einen Erdhaufen umschaufle. Synapsenklatscher war in der Wüste Sandschaufeln. Ja, hat richtig Laune gemacht. Na, mit dem Erdbohrer vor allen Dingen. Ja. Gestern ist er ja noch mit der Schaufel rumgerannt. Weil ich einen Ja. Erdbohrer hatte, um Eisen rauszuholen. Bist schon da? Oh, Ja, hier. Diesmal mache bitte mal. hier. Kannst du gleich mal annehmen. Macht er. So. Ja, Tag 27. Wir machen jetzt zum Außenposten. Und dann noch ein bisschen frisch machen. Habt ihr schon so eine Idee, was mir im Video aufgefallen ist? Und da werden wir jetzt so Richtung Außenposten. Hier hat sich nichts getan. Ich habe bloß eben mal im Garten hinten. Das ist schon wieder ausgewachsen, sehe ich gerade. Aber das mache ich jetzt nicht. Keine Zeit. Was war es denn noch? Was haben wir sonst noch so gemacht? Nichts. Wir haben. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass man mehr. Zombies nehmen beim Blutmond, das habe ich aber gelassen, weil ich gemerkt habe in der Aufnahme, dass ich so um die 30 Frames hatte. Stattdessen habe ich aber den Blockschaden von 25 auf 50 erhöht. Die rennen jetzt auch beim Blutmond. Ja, Genau. da mal gespannt. Wird witzig. Ja. Wo hackst du schon wieder rum? Du brauchst ja wieder übelst lange. Du kannst hier Shift-Taste drücken, bist du schneller. Mach ich ja. Wieso bist du da langsamer als ich? Keine Ahnung. Tja, was gab's denn sonst noch so? Eigentlich nichts. Naja, doch, die Schreierin, die ging uns in der letzten Zeit ziemlich auf den Sack. Ja. Also die kam wirklich alle 5 Minuten vorbei. Oh, was? Was machst denn du? Bin gegen eine Laterne gefahren. Boah. Halt. Was denn? Was machst denn du? Ich wäre jetzt bald durchs Wasser gefahren. Die Brücke ist nie umsonst da. Mein Parkplatz. Bin ich eigentlich schon was im Auto drin? Nee. Achso, ja, der hat ja jetzt auch ein Auto. Ich glaube, das habe ich in irgendeinem Video, habe ich das erwähnt. Ich glaube, vor 2, 3 Folgen oder sowas. Ja, Schlafsack aufsammeln und kurz platzieren wieder. Ja, du musst deinen auch aufheben und platzieren. Ja. Nee, heb mal deinen vorher auf. Und dann setzt du den anderen dort hinten hin, hier, wo du deinen hier hast. Heb den mal auf hier.
Ach so. Ja, das ist deiner. Immer noch. Nee, aufheben. Bete. Bete. Ganz hinten hin. Ganz hinten hin. Hier hin. Hier hin. Die zwei Blöcke nehmen. Schön. Türen zumachen. Oh. So. Was braucht man denn hier eigentlich dazu, um das aufzuwärmen? Eisen. Gut. Kommst du? Kommst du? Komm. Hier, in der Senke. So. Du gehst jetzt rum, du sammelst das hier mal auf. Du gehst jetzt rum und tust wirklich alle machen. Aufwerten. Ja, links rum. So. Mit dem Hammer. Oh. So, und ich mache das hier oben kaputt. Noch mit dem Erdbohrer, da geht es ein bisschen flinker. Achso, ja, von der Kiste-Leiste, wie ihr sehen könnt, habe ich das dicke, fette Maschinengewehr gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ihr dabei wart, dafür ich es gefunden habe. Jetzt habe ich es leider kaputt gemacht. Dort außen werde ich keinen Boden hinsetzen, weil wenn wir hier schießen, dann dürfen wir den Boden auch kaputt machen. Also kommt dort nichts hin. Hast du wirklich alle aufgewertet hier auf der Seite? Ja. Soll ich nachgucken? Mach du. Haben wir mal ein Beispiel. Schulz. Na, gedrückt lassen. So. Du kannst die rechte Maustaste gedrückt lassen, komplett durchgehend. Ja. Schön. So, jetzt nehme ich den Erdhaufen hier noch weg. Warte mal, wie weit geht denn da rein? Ja, da habe ich natürlich vergessen. Na gut, egal. Die kann man ja mal herstellen hier. So.
So, hier drinnen werde ich auch keine Blocks bauen. Also das, was ich jetzt gerade wegmache hier. Weil, wie gesagt, wenn wir rumschießen, ja, und die machen ja auch Block Damage, das müsste man jedes Mal reparieren. Das ist eine höhere Ressourcenverschwendung, als wie wenn ich hier also Erdhaufen hinsetze wieder. Oder es mit Lehm repariere. So, aber hier an der Seite kommen dann auch noch ein paar Blöcke hin. So, hier kommen dann halt eben noch Blöcke hin. So, das noch reparieren. Das noch reparieren. So, bin ich am überlegen, ob man dann die Schlafsäcke. Naja, nee, das werden wir bestimmt nicht mehr schaffen. So. Ich hoffe, hier hast geht. Du schon, oder? Guck trotzdem mal noch, nicht, dass ich irgendwo eins übersehen habe. Sicher, sicher. Hm. Das mit dem Übersehen ist ja eher mein Part. Naja, mir kann das auch passieren. Normalerweise dürften die nie einstürzen. Ach, ich bin ja all good, ey. Sag ich doch. Du reißt die Dinger alle ab und ich tu die reparieren. Nee, den Zaun tue ich nicht abreißen. Nee, ich arbeite Pflasterstellenblöcke. Okay. Die wollte ich gerade reparieren. So. Was willst du denn da überhaupt hinmachen? Ja, das auch schon rein. Du kannst ja schon mal runterkommen. Bitte. Boah, ich tue hier gerade reparieren hier oben. Ach, lass das jetzt erstmal mit dem Reparieren. Das können wir später immer noch machen. Das ist unwichtig, das was. Na, wegen Zeit und so. Deswegen muss ich das jetzt machen, geben. So, du nimmst jetzt das mal. Und du sitzt hier außen rum. Das, was ich hier kaputt mache, die Reihe, das setzt du mit den Dingern hin. No, deswegen die Dinger hinsetzen, weil würden wir die andere jetzt mit Beton aufwerten, müssten wir zweimal Beton verschwenden. Und es würde auch zweimal so viel Zeit kosten. Hier verbrauchen wir jetzt aber auch zweimal Beton, aber dafür ist es kürzer von der Zeit her. Alle gesetzt? Yep. Gut, dann kannst du jetzt hier zu mir in die Ecke kommen. Mhm. Und nimm das hier mal in die Hand. Also hier aufsammeln. Oh. So, und dann nimmst du einen Hammer. Du fängst hier in der Ecke an und läufst in die Richtung, wo ich hingucke. Und du hast die aufwärmen. Ja. In die Richtung. Läufst so drumherum. Na? Ja. Ich gehe auf die gegenüberliegende Seite und fange von dort an. Also du läufst Richtung Norden.
Du hast ja ein Stahlgerüst vergessen. So, jetzt gebe ich dir noch ein paar Zäune. Bitte einmal aufheben. Na, und die hier, du springst die hoch auf die Zäune. Und setzt sie genauso wie die hier. Mit dem das Vorschaufenster muss hierher gucken. Na, vergiss das nicht. Na, Geländer über Geländer. Hier, so. Zaun auf Zaun. So, was machst du links rum? Und du die gleich aufwerten. Naja, ich kann entweder bloß setzen oder aufwerten. Na, wenn du die gesetzt hast, kannst du ja dann gleich aufwerten. Ja. Und das kann ich machen. Irgendwann steht dann mal hier Fort Knox. Jetzt ist es noch hier in der Länder JVA. Hier, von Anno dazu mal. Und irgendwann ist es dann Fort Knox. Schon wieder Fenster hier. Ich mal hier mal Gamma hoch machen hier, das sehe ich wieder nicht. Hast du den Geist leuchten lassen? Habe ich gemacht. Er leuchtet jetzt. Schon wieder Thomas Edison? Wer? Hab ich doch schon. Nu? Vielleicht zweimal. So, jetzt noch fix aufwerben. Hier verbraucht man 20 Beton und hier 10. No? Und dann muss ich das ja normal aufwerten. Bedeutet dann normal 10. Nur das trocknet halt eben. Du müsstest halt eben zweimal trocknen. No? Deswegen die Stahlgerüste. Braucht man nicht bloß immer Beton.
So. Ne? Du kannst mir ja mal das Eisen mal runterwerfen. Das geschmiedete Eisen. Ja, ja. Hier, guck, jetzt fängt es schon an zu trocknen. Finde ich klasse. Tust du das gerade aufwerten? Ja, ich fange schon an. Bist du auch soweit? Ja. Warte, da gebe ich dir die Hälfte an Eisen. Da kannst du von dort hinten, von der Ecke gerade, wo du gerade bist. Wo ist es denn? Na? Ach hier. Viel werden wir davon nicht erreichen, aber mach so viel, wie es noch geht. Hallo. So braucht er jedes Mal 10. 36 Blöcke er, 36 Blöcke ich. Das wird mir reichen. Oder vielleicht doch. Ich kann jetzt hier nichts mehr machen. Ich habe noch 2. Ich kann ohne Schmerz machen. Ich gebe dir mal die 2 noch. Guck mal hier. Ich habe aber bloß nur 1. Ach so, ja, dann lohnt sich das. Ja, du musst trotzdem mal aufstacken. Hier, heb auf, bitte. Das heißt, das ist echt Schwachpunkt dann. Hm. Oder man macht nochmal nach Hause und du dann nochmal welches einschmelzen. Ich gut, liebe Zuschauer. Nee, lass mich das machen. Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Abwarten, Tee trinken. Lass mich erstmal hier mich verabschieden. Herrgott, nochmal. Slatschlei. Ja. Ja. Gut, liebe Zuschauer, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, schalt wieder ein. So, jetzt will ich mal das sagen, was die anderen auch immer sagen. Tut mich mal abonnieren. Drückt doch mal ein Like-Knopf drauf, wisst ihr? Weil sonst muss ich immer das machen. Vergessen. Wieso schlägst du mich zweimal? Wieso tötest du mich? Warum schlägst du mich? Das hat jetzt wenigstens einen Vorteil, ich brauche nicht zum Auto laufen. Ich mache nach Hause. Obwohl, nee, du kannst ja noch kleiner mitkommen. Ja. Ich tu mich jetzt erstmal verabschieden, Herrgott, nochmal. Verdammte Scheiße, ich knall dich gleich nochmal ab! Dann mach's doch. Könnte schon längst falsch sein. Gut, liebe Zuschauer, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Jo. Jo. Bis zum nächsten Mal. Gut, tschüssi. Ciao.